Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Evolved hier bei Explorer IP Staffel 3 am Stissel mit dabei der Dark. Ja, neue Aufnahmesession. Also ich persönlich war jetzt fast 7 Tage nicht in ARK. Und guck mal, jetzt pass auf, jetzt werde ich poetisch. Ich war nicht in ARK, aber der Dark. Haha. Haha. Ja, der hat nach der letzten Folge, ja, ist massig viel passiert. Wir hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, war es, wieder alle Mounts verloren. Den Diplodocus-Gedöns, da konnten wir auch nicht zähmen. Da wissen wir aber mittlerweile warum, beziehungsweise der Dark, weil der hat nach dieser letzten Aufnahme, die hatten wir, glaube ich, so um 21 Uhr beendet. Ich bin dann schön brav ins Bett, weil ich am nächsten Morgen arbeiten musste und der Dark hat da noch ein bisschen Zeit investiert. Erzähl mal. Ja, ich habe dann festgestellt, dass man den ja auch, naja, zähmen kann, wenn man hinter ihm herläuft und ihm einfach Essen gibt. Wie halt manch andere Pflanzenfresser auch, weil der hat wohl so einen hohen Torpor-Wert gehabt, dass wir den hätten noch monatelang rein theoretisch beschießen können. Mit fast 30.000er Torpor hätte das Ewigkeiten gedauert. Und da wir halt noch nicht die Waffen haben dafür, war es natürlich ziemlich dämlich. Also habe ich mich dann bis, ich glaube, 3, 4 Uhr nachts hingestellt und den die ganze Zeit gefüttert. War sehr spaßig. Kibbel haben wir natürlich, wie gesagt, uns ercheatet. Ja, jetzt steht er hier. Dann habe ich am nächsten Tag nach ein bisschen Schlaf mich dann hingesetzt und wenigstens das Schiff fertig gebaut und halt das Haus soweit, damit wir jetzt nicht stundenlang noch an dem Haus sitzen oder folgenlang. Hatte mir überlegt, gehst du mal ein bisschen scouten, weil ich hatte ja zum Ende der Folge auch noch ein Kanu. Hab dann einen Fluss gefunden, beziehungsweise einen See gefunden, wo ein Biber drin sitzt oder saß. Und ja, da hat mich dann ein 200, Level 202 T-Rex erspäht und mich ja gehapst, sag ich mal. Also er hat nicht lange gebraucht, ich glaube 3 Schläge war ich tot mit Kanu. Hab dann mein Loot wiedergeholt, hab den T-Rex natürlich dann erstmal geguckt, dass der wegläuft. War auch alles okay. Und dann habe ich mir gedacht, no, den Biber brauchen wir eh. Holen wir uns einen Biber. Mit dem Biber zurückgekehrt, mit relativ vielen Ressourcen und ja. Ende der Story. Ende der Ende der Story. Story. Gut, dann hat der Dark, weil er servertechnisch bei uns ja alles macht, oder beziehungsweise allgemein bei Explorer IP die Server verwaltet, haben wir den Damage runtergesetzt von den Dinos. Der war effektiv zu hoch. Ich meine, ihr habt es ja in den letzten Folgen gesehen, da hat es ja null Überlebenschancen. Wir gucken jetzt mal, ob sich das jetzt so ein bisschen eingespielt hat, ob das so passt oder ob wir wieder ein bisschen hochsetzen müssen. Das ist Feintuning. Da müssen wir halt jetzt die nächsten Folgen schauen. Nur wie in den letzten Folgen, das war ein bisschen zu much. Ja, Ne? wobei ich dich jetzt darauf aufmerksam machen möchte, dass dein Wiesel, wenn dann Raptor oder ein Dino von hinten kommt, an das Wiesel dran, du keine Chance hast, den loszuwerden, außer indem du schnell wegrennst. Ne? Also der wird, das ist Fressfeind Nummer 1, da gehen alle dran. Okay, zum Wiesel können wir sagen, der kann gar nichts, außer schnell laufen und mehrere Leute transportieren. Oh, du hast ja schon einen Sattel da drauf geklemmt. Es passen bis zu 10 Leute drauf. Und wie gesagt, er macht auch keinen Schaden. Bärenfarmen kann man mit ihm nicht besonders. Also, das ist, der ist, Ein Lasttier. ja, mehr nicht. Müssen wir mal schauen, ob der irgendwo seinen Einsatz findet. Modmäßig hat sich auch noch was getan. Ja, und zwar haben wir durch einen Zuschauer ja einen Kommentar auf unseren Videos gehabt, dass wir doch mal den Tabula Rasa Mod installieren sollen. Dadurch werden halt die Scorched Earth Inhalte auch in dem Normalspiel und Originalspiel eingefügt, ohne das Add-on kaufen zu müssen. Ich habe dann jetzt schon was vorbereitet. Ich setze das mal. Was ist das? So, das ist der Scorched Earth Schrein. Was macht er? Wenn ich den jetzt öffne, warte, ich entsperre ihn mal gerade und öffne ihn. Sollten jetzt, soweit ich das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, sollten jetzt, also sollten jetzt langsam anfangen, die Scorched Earths Viecher zu spawnen, wenn ich mich jetzt nicht irre, hoffe ich mich nicht irre.
Und man kann hier natürlich dann auch Items herstellen. Wenn man darauf zugreift, kannst du jetzt dort, wenn du die Sachen gelernt hast, die sind auch bei dir bei den Engrammen drin, musst halt ein bisschen wühlen jetzt, weil es ein bisschen mehr geworden. Die kosten auch 0 Engramm Punkte, das ist einfach nur, damit wir auch Sachen herstellen können, halt für diese Scorched Earth Sachen. Soll man den nicht woanders hinstellen? Kann ich gleich noch machen, ich wollte ihn jetzt nur platzieren. Du kannst jetzt auch, soweit ich weiß, sämtliche, hoffe ich zumindest. Warte. Ja, ja. Also die Scorched Earth Original-Engramme kann man nicht lernen. Habe ich jetzt gerade getestet. Was jetzt an Scorched Earth noch dazugekommen ist, habe ich jetzt selber noch nicht geguckt. Ich habe den Server erst heute Morgen neu gestartet mit den ganzen neuen Mods. Zusätzlich habe ich noch Plattform Plus installiert. Dadurch kann man noch mal ein bisschen mehr Wände und sowas herstellen. Mhm. Ich gucke gerade durch, ob ich alles von Scorched Earth habe. Einen Moment. Ach ja, und wir haben jetzt noch zu Scorched Earth kommt natürlich noch der Dartgun-Mod, wodurch du jetzt eine Waffe kriegen kannst, die wohl einen Dart abfeuert, der 15.000 Torpor macht. Oha. Mit einem Schuss. Um halt sowas wie Wyvern zu legen, weil die spawnen jetzt natürlich auch. Ich habe einige Viecher habe ich deaktiviert, weil die meiner Meinung nach hierfür nicht geeignet sind. Als was wäre? Die Jirobas nennen die sich. Die Bosse von Scorched Earth, die also Manticoren, dann so Untote, also diese Halloween-Gedöns-Dinger, die da eingefügt worden sind, habe ich komplett rausgepatcht. Was denn noch? Ja, dann andersrum, was kann uns noch erwarten am Viechern, weil ich kenne die Mod ja gar nicht. Also was uns erwarten kann, sind diese Aasgeier. Mhm. Sämtliche Bodentiere, das heißt die Käfer, mit denen man Wasser und Öl sammeln kann, wenn ich das jetzt alles, wie gesagt, wenn ich alles richtig eingestellt habe. Mhm. Dann gibt es dann so eine Art Kamel-Dinosaurier, der kann auch Wasser mit sich rumschleppen. So ein Lasttier aus Scorched Earth. Dann kleine Drachen, Mini-Drachen, die auf dem Boden rumlaufen. Ähnlich aussehen wie Krokodile, aber halt eine Special-Attacke haben, mit denen sie Gegner betäuben können. Mhm. Die Steingolems habe ich mal rausgelassen, weil ich aus Erfahrung weiß, dass die echt hart sind und echt fies sind. Und auch ziemlich wehtun können. Mittlerweile sind halt im Prinzip eigentlich nur die Vivernen drin. Und diese halt paar Tierchen, die man halt aus Scorched Earth so kennt. Ich lasse mich mal überraschen, ob es funktioniert hat. Ich weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig auswendig, welche Tiere hier alle, weil ich habe da auch mittlerweile so ein bisschen Überblick verloren, was jetzt bei Scorched Earth ist und was bei normal Ark an Viechern rumläuft. Gut, dann lassen wir uns überraschen. Stand der Dinge ist jetzt eigentlich so, dass wir immer noch vorhaben, das große Dinosaurier-Gate, kannst du das lernen? Weil wir hatten ja gesagt, du machst Häuserbau und ich Skillpunkte in Rüstung und Waffen etc. pp. Oder soll ich das durchweg lernen? Du meinst ein Venomous-Tor. Ja, da gibt's auch die Steinversion, die würde ja erstmal reichen für den Anfang, oder? Moment, ja, wir nehmen aber dann definitiv das S+. Moment. Da, was brauche ich denn dafür? Verstärkte Venomous Dinosaurier-Steine. Moment. Mhm. Alter, hast mich am Level schon fast überholt. Ich habe ja auch arsch viel bauen müssen. Ja. Okay, was wir jetzt als nächstes mal wieder brauchen, ist ein Flugvieh, weil wir haben natürlich mit dem Biber jetzt alles an Holz etc., Thatch, Fiber und sowas gekriegt. Aber wir haben nicht einen Metallbarren mehr. Also ich kann also meine Metallachse hier auch nicht mehr reparieren. Und wir brauchen definitiv jetzt ein Flugvieh, um Metall zu holen. Und ein Ankylo, um Stein abzubauen. Müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, für das Flugvieh, da würde ja so ein Lobob Flugsaurier reichen. Level 50, 60. Und der Biber baut er auch Narkobären ab? Mhm. Baut er die gut ab? Also à la Plötze-Style? Oder? Okay, können wir eigentlich mal machen.
Also, was denn backt? Ach so, was ist denn das hier? Ein Diflo. Dilfo. Backt er fest? Dilo, meinst du? Dilo backt fest. Backt fest. Ja, Kollege. Tut mir leid. Dann ist er weg. Jetzt backt er nicht mehr fest. Was ist das denn für ein Geräusch? Naja, alles gut. Also. Ja, wird schon wieder dunkel gleich, wa? Hey, Biber gefällt mir jetzt schon. Blub, blub, blub. Achso, wir wollten ja wegen der Narkobären gucken. So. Okay, hat mich überzeugt. Und Holz geht mit dem, ne? Ja, das geht natürlich fix. Nice. Oh, es hat geklingelt. Kleinen Moment. Juhu. Okay, wir können ja schon mal ein bisschen hier unten rechts mal die Ruinen runtergehen. Während der Dark da jetzt an die Tür geht. Wir schauen mal, ob wir flugmäßig was finden. Sonst müsste ich nicht. Ich kenne die Map, wie gesagt, nicht. Also wir haben ja Metall jetzt schon jede Menge so gesehen. Wenig Viecher, ne? Fällt mir mal so auf. Aber es kann natürlich sein, wegen dem Server Neustart, dass der da jetzt ein bisschen braucht. Ich hoffe zwar nicht. Aber es. Was? Alter. Da ist einer. Da war einer. Da ist einer. Level 202. Ja. Dann wollen wir den Dark schon mal mental drauf vorbereiten. Ich glaube, er wird nicht begeistert sein, aber egal. Da brauchen wir jetzt die Bolas wieder, ne? Die Bolas. Hinten reinlunschen, unsere Todesschneise. In den letzten Folgen kamen immer die Viecher von da. Besser mal einen Blick drauf halten. So, Bolas. Was braucht ihr für die Bolas? Haben wir noch welche? Nee, ne? Nee. Wooden Ladder. Auch nicht mehr. Bolas. Bolas, Bolas, Bolas. Da ist. Wir brauchen Thatch, Stone, Fiber und Hide. Thatch, Stone, Fiber und Hide. Könnte es uns mal eben. Holz geben. Und Thatch. Fiber sammelt er ja keins, ne? Narkobären, dann kann man ein paar Narcotics noch ansetzen. Hier war die Tür. Muss ich mich auch erstmal zurechtfinden. Hat aber gut gebaut, oder? Finde ich. Oh, ein bisschen Lagerfeuer. Warte. Hier hatten wir Gammelfleisch, glaube ich, dann hat er gesagt. Ja. So, 14 Stück. Setsch.
Schreiber. Nightstone. Regale waren, glaube ich, hier. Nehmen wir nochmal Switch. Stone. Ach, macht das Spaß hier. Ja, ich habe schon ein Objekt der Begierde gefunden. Was da wäre? Achso, hast du Lust? Ich weiß nicht, was du meinst. 10. Ja. Lass mir noch eben eine Minute. Ich mach schon mal ein paar Bolas. Ja. Ich muss nämlich jetzt gerade hier mit dem Binnenmoss, das ist verwirrend. Bolas. Müsste da alles jetzt sein, oder? Ja. 14 Stück mache ich mal. Wo ist denn der Biber? Der steht doch hier neben dir. Ja. Keine Panik, Kollege. Keine Panik. Die Folge hat gerade erst angefangen. Also 900 Steine, 900 Holz, 900 Stroh. Gut. Eventuell. Ich guck gerade nochmal. Ja, müssen wir jetzt nicht direkt bauen. Wir gucken jetzt erstmal Flugvieh und ja, nee, ich wollte eben nur mit dem Steintor mal eben was durchgucken. Weil, wie gesagt, es gibt da jetzt neuerdings Varianten, die sehr angenehm sind. So, gut, dann werden wir dann in der nächsten Folge uns den Flugsaurier da hinten holen. Hoffe ich. Und dann geht das Spiel schon wieder von vorne los. Das erste, was ich hier Kreatives bauen werde, ist der Friedhof. Das kleine Mahnmal. Wasserschirm bräuchte ich. Oh, müssen meine Wasserleitung hier hochsetzen dann auch. Das kannst du machen. Ja, ja. Weil sonst habe ich gleich keine Ankrampfhunde mehr. Also ich habe noch 600, aber wie gesagt, da kommen noch ein paar Waffen, da kommen noch die ganzen Rüstungen. Also ich bin noch bei 125 von ehemals 700. Ja gut, die Bauteile fressen natürlich einiges weg. Das ist ja weitaus mehr als die Rüstung. Glaube ich. Ja. Aber irgendwie wenig Viecher, ne? Wegen dem Server-Neustart, kann das sein? Weiß ich nicht. Eigentlich sollte das nicht so sein. Also ein Parasaurus, ein paar Dilos, aber ansonsten ist ruhig. Aber das war ja auch, wo wir angekommen sind. Oh, ist das ein stilles Fleckchen. Und die drei Folgen danach waren nur noch Horror. Jetzt hab ich's. Jetzt habe ich es gelernt. Wo ist der? Der Biber. Guck mal, komm mal gerade mal eben schauen. Also insgesamt brauchen wir so 1500 Stein, Holz und Stroh. Da kommt ein Level 22er Tapejara im Wald. Ja, glaub, nicht schlimm. Das hat sich verflogen. Ist eh nichts für uns. Was meintest du? Ich habe gesagt, wir brauchen ungefähr 1500 Stein, Holz und Stroh. Ja, wie gesagt, machen wir später. Also ich würde sagen, der Kollege, den ich jetzt gesehen habe, der ist hier an dem großen See. Wir müssen nur drüben aufs andere Ufer. 202er Flugsaurier. Hier jetzt rüber aufs andere Ufer. Ja, und dann in die Richtung hier. Ah. Ja, eine Brücke müssen wir hier drüber bauen. Ne? Das mache ich auch dann als erstes. Ja, das ist nicht schwer. Da muss ich ja nur den Brückengedöns lernen. Ja, ja. Ah ne, da runterspringen tue ich jetzt aber nicht, dann gehe ich einmal rum. Hast du Narcotics? Ja, hole ich jetzt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier auch jetzt einen Cut und wir fangen direkt die nächste Folge dann an. Oder wir warten noch, bis es hell wird. Und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, den Sattel können wir sowieso nicht bauen, weil da fehlen uns doch die Kristalle oder was kommt dafür rein, ne? Tyranno dann, ne? Ja, oder braucht er nicht auch Metall? Oder hat mir nicht einen Sattel gerettet? Von deinem der gefressen? Wer hat noch einen Sattel gerettet, meine ich, oder? Keine Ahnung. Also nee, plötzlich. Der Sattel von Tyrannodon kostet nur Lederfasern und Chitin. Also, okay. Haben wir das? Also alles gut. Ja, haben wir ohne Ende. Okay. Ohne Ende. Bis auf Fasern haben wir wirklich alles da. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut.
und sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir versuchen, den 202er Pedadron zu zähmen. Wir hoffen, es hat. Flugsaurier. Flugsaurier. Komm, ich hab's doch fast perfekt ausgesprochen. Wir wünschen dir da draußen jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao. Tschüss.